Jahrelang war Diana Burnwood mein Handler innerhalb der Agency. Sie lieferte Informationen und stand für Diskretion. Und ich für Perfektion. Wir haben uns vertraut. Dann, am 10. August, zwang Diana die Agency in die Knie. Sie löschte alle Konten, kappte alle Kommunikationswege, ließ die Agenten auffliegen und nutzte das Chaos, um unterzutauchen. Nun hat die neu formierte Agency sie aufgespürt und mir den Auftrag erteilt. Eines Tages werde ich das alles vergessen haben. Aber bis dahin mache ich meinen Job. Hitman Absolution. Ja, hallo meine Freunde und willkommen bei einem neuen Let's Play und zwar, ihr seht es ja schon, Hitman. Ja, ich freue mich schon ziemlich lange auf das Game, das ist echt klasse. So, jetzt quatsch hier nicht, quatsch nicht. So, auf jeden Fall, mit dem jetzt nicht dazwischen quatsch, mache ich das jetzt mal so. Wir zocken natürlich die Kampagne und wählen mal ein neues Spiel, würde ich sagen, oder? Option? Ne, wir gucken erstmal kurz bei der... Uiuiui, hier im Hintergrund geht's ganz schön los. Mittel, wir lassen es einfach mal so. Und gucken mal, wie wir damit klarkommen. Okay, wir gehen einfach mal zurück. Wir gucken mal, wie das so klappt. Gut, neues Spiel machen wir. Einfach normal. Schwierig. Experte. Und Purist. Purist, keine Ahnung, was das heißt. Okay, wir nehmen einfach mal einfach. Ihr wisst ja, ich nehme immer einfach, normal bei mir. Wählen wir das mal und dann werden wir schon direkt ins Spiel reingejoint. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hitman Absolution. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Und wir sind 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg.
Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Personal Contract. Contract. So. Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Okay. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Alles klar. Ja, ihr seht vielleicht die 47 jetzt am Ende des Codes. Deswegen heißen wir auch 47. Und ja, erstmal herzlich willkommen im Game. Ne? Also, es sieht ziemlich schön aus auf jeden Fall. Wir laufen jetzt mal hier kurz so ein bisschen rum. Unsere Waffe ist momentan so ein Stahlseil, ja. Damit können wir unsere Feinde dann erstmal so, ein bisschen abwürgen, sag ich mal. Wir gucken jetzt mal einfach, wo wir hin müssen. Ich folge jetzt einfach mal hier den Weg. Okay, man kann die... Ach so, okay, jetzt habe ich die Waffe. Nein, so. Okay, wir sind jetzt nicht sichtbar bewaffnet. Wer das nicht sieht, ist ein bisschen bekloppt, aber okay. Und wir gehen jetzt erstmal hier weiter und gucken, wie wir da reinkommen, meine Freunde. Und wir... Nee, wir gucken als erstes, was da hinten ist. F1, Notebook öffnen und Einsatzziele einsehen. Okay, läuft bei dir. Muss ich das jetzt... Ja, ich muss das drücken. So. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert. Und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber... ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Alles klar, der gute 47, oder war es 74? 47 meine ich. Ja, der ist anscheinend eine gute Kollegin von Ihnen gewesen. Und ja, er muss sie jetzt eliminieren, das ist nicht besonders schön, aber... Naja, sich Zutritt über das verstärkte Haupttor zu verschaffen ist wenig... Mein Gott, meine Augen, ey. Erfolgsversprechend. Aber laut der vorliegenden Information gibt es einen zweiten Zugang über die Gärten. Das heißt, nicht hierhin, sondern hierhin. Genau, da. Ding, ding, ding. So, okay, komm. Alles klar. Dann gucken wir uns aber erstmal an, was da vorne liegt. Haben wir gesehen oder warum? Nee, okay. Gut, wir laufen da jetzt einfach mal hin. Gucken, was wir hier so... Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann Sie sieht, verhaftet er Sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Unbemerkt. Okay, wir müssen C drücken, um zu schleichen. Wir gucken jetzt mal nach hinten. Da hinten ist einer. Nähern Sie sich der Deckung vor ihm. In Deckung sind sie für ihre Gegner schlechter zu sehen. Okay, wir haben den einen da vorne. Da hinten ist der. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein. Oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Okay, wir müssen da hinten hin. Y, schnell von Deckung zu Deckung. Okay, das muss ich mir merken. So, jetzt haben wir erstmal den Mutterschlüssel und wie lenken wir den jetzt ab? Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Ich finde das schön, dass man so ein schönes Tutorial hat, wie man Menschen tötet. Das ist einfach nur schön. So,
Ja, da. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Hey. Hallo. Hallo. Nein, nein, nein. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Er guckt gerade weg. Ich denke mal, wir können jetzt ganz schnell weiter. Okay. Ich hoffe, wir können uns irgendwie hier... Können wir uns nicht lösen von der Deckung? Okay. Wir gehen jetzt einfach mal weiter, Freunde. Mit einem Ziegelstein auf jeden Fall. Das ist richtig effektiv. Okay, wir gucken jetzt hier. Da hinten steht jemand. Leer gehen Sie an den Baumstamm in den Deckung. Okay. Drücken Sie eins um die Silberballer aus. Silberballer? Lol. Auszurüsten und um zwischen einer und zwei Waffen umzuschalten. Okay, gucken wir uns das mal an. Wenn Sie zielen, das sind Silberballer. Sie Zielpersonen in der Nähe. Halten Sie rechte Maustaste, um zu zielen. Zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Mit... Ah, okay. Sauberer Kill. Läuft. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Okay, alles klar. So. Jetzt geht's los hier. Am besten, wir müssen jetzt gucken, ob hier nur sonst irgendeine Leiche, irgendjemand ist. Okay, sonst ist hier niemand. Was leuchtet der? Egal. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir verschleppen den jetzt erstmal. Und loswerden. Okay, wir werden ihn dann mal los erstmal. Auf jeden Fall sehr schlau ihn da. Die Leiche ist jetzt ja, voll. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Ach so, ja, cool. Finde ich gut. So, was ist das hier? Ein Kontrollpunkt aktivieren. Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Guck mal, wir können tanzen. Na, 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 na. Na, 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 na. Okay. So, wir gucken jetzt, wie wir das machen. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Ja. Aber unser Job wäre wesentlich. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Ah, das ist ja praktisch. Super, finde ich gut. Ist ja echt praktisch. Aber guck mal, einmal hier können wir ein bisschen spielen noch. Hui. Was zur Hölle? Okay, gut. Wir müssen die Leiche jetzt erstmal da reinschleppen. Okay, loswerden. Eine Klavierseite ist das also. Und so rein mit dir, Kollege. Gut, die ist jetzt voll, denke ich. Der Container ist jetzt Läuft. Voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Okay, ich rüste mich mal erstmal richtig aus hier. Aber hier ist ja noch ein Container, das passt schon, glaube ich. Hier ist ein Ball. Komm, einmal. Das ist langweilig. Ich dachte, der springt in tausend Teile hier. Ah, da hinten ist noch jemand. Okay. Was ist das hier? Betreten. Okay, ich kann es euch mal zeigen. Wir können da rein, anscheinend. Und... Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Ach so, also selbst wenn er jetzt hier vor mir steht und ich spähe, was ich jetzt gerade mache, dann werden wir nicht gesehen. Das ist ja mal praktisch. Schnelles Versteck, würde ich sagen. Okay, der steht da so. Wir nehmen mal eine ganz andere Waffe hier. Also ich denke nicht, dass wir jetzt auf den Ballern, wenn er direkt... Ui, auf die Pfützen hier aufpassen. Die verraten einen natürlich dann schnell. Okay, aber... Kratzen, so, okay. Ja, das ist eine Pfütze. Die sitzen welche. Kontrollpunkt, Kontrollpunkt. Okay, gut. Digga, und weg mit dir.
sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Ja. Okay, wir schmeißen die einfach hier rein. Leb wohl. Du Leiche, du. Okay, also es fängt ja schon ziemlich gut an. Wow, 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 was ist los? Woher kommt die Mucke? Warum auf einmal so? Egal. Okay. Gucken wir mal hier weiter. Ah, da hinten ist einer. Okay, wir müssen aufpassen. Da hinten ist einer. Oh, jetzt das wird spannend jetzt. Das sind mehrere. Ach du Scheiße. Nehmen wir lieber mal die Waffe hier. Sichtbar bewaffnet. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Eins, zwei. Zwei. Was sind das für Flammen? Oh, da kommt noch ein dritter. Ach du Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, ey. Ua, juppidi, ey. Ui, 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 ui. Fuck. Ich hätte gerade schießen können, aber wenn er daneben geht, fliegen wir auf. Scheiße. Wo läuft der denn hin? Okay. Da ist ungefähr sein Kopf. Komm, wir riskieren es. Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsangst. Gehen Sie in Deckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Kann ich mich bei der Leiche verstecken? Uiuiui. Das war ein bisschen riskant. Egal. Komm. Ach komm, Alter, ich bin doch nicht hier, um mich zu. Da ist der. Alle Mann. Oh, ich muss erstmal treffen, ne? Okay. Alles klar. Ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht mehr schleppen. Wir sind eh schon aufgefallen. Ach, da. Okay. Den haben wir auch, Freunde. Gehen jetzt mal direkt hier zum nächsten. Am besten weg von der erhöhten Position. Die ist gerade nicht. Dein Ernst, Rudi? Ja, guck mich an. Bist du ein Trottel, ey. Wo seid ihr? Da ist noch einer. Da hinten. Wenn sie laufen, können sie rasch die Position wechseln. Ach so, okay. Ach, das ist eine Statue da hinten. Ach, da ist der. Bam. Okay, den kriegen wir. Yeah. So läuft das, Freunde. Wir müssen jetzt hier erstmal weiter. Okay, wir gucken, wo die alle sind. Ah, da kommt der angeschlichen. Ach, scheiße. Ja, nee, ist klar, ist klar, ist klar. Alter. Wir haben alle Gegner beseitigt. Das war zwar nicht gerade elegant, aber im Gegensatz zu Ihnen leben Sie noch. Halt die Schnauze, ey. Das war gut. Kann ich... Okay. Okay, wenn die alle erledigt sind, kann ich jetzt hier ganz gechillt weiterlaufen. Und mich mal umgucken, würde ich sagen. Was haben wir hier? Oh, wow. Das ist schön. Ich mag diese Lichtreflexion hier. Oh. Richtig heimisch fühle ich mich da. Nachladen. Ja, komm, laden wir erstmal die Muni. Die Wumme nach. Okay, wir können hier auch eingehen anscheinend. Gucken wir mal weiter. Okay. Alles gut hier.
Okay, ich denke mal, dann können wir weiter. Was uns hier wohl noch erwarten wird. Ich guck mir das hier nochmal an, Freunde. Ja. Damit wir auch hier nichts verpassen, okay? Ich will natürlich dann auch so viel wie möglich von dem Spiel mitnehmen. Und ja, es sieht ganz schön hier aus, auf jeden Fall. Der chillt da ein bisschen. Er hat ins Gras gebissen. Ja, ist ja gut, ich weiß, der war schlecht. Ja, gucken wir mal. Okay, da würde es gleich theoretisch dann weitergehen. Ja. Garten infiltriert. Ja, hier würde es dann direkt weitergehen. Und meine Freunde, wir sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Schaltet ein. Bis dann.